Ja, nee, übrigens ist doch richtig. Egal. Boah, jetzt hat's. Ja, es ruckelt schon. Moment, weil ich keinen Unterschied sehe, mache ich mal kurz Einstellungen. Ich hatte das hier auf hoch gestellt, kann man wieder auf Mittel stellen und Textur Details hat auch auf hoch gestellt, kann man auch wieder auf Mittel stellen. Die Texturen haben wir ja eben gesehen, sie sahen eh scheiße aus. Wenn wir mal ehrlich sind. Also sorge ich doch lieber dafür, dass es nicht laggen tut. Also es ist hoffentlich jetzt, doch, es laggt immer noch. Was ist hier los? Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geth angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Wo ist der Torianer? Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geth angriffen. Aber was wollen die Geth von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geth-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Jo, chill. Okay, jetzt hat's aufgehört zu lenken. Alles gut. Leute, und von der Grafik hat sich eigentlich gar nichts verändert. Wenn man jetzt hoch oder mittel hat. Das ist doch wurscht, ey. Das ist doch wurscht. What the? Achso, da sind wir vorhin. Okay, ich weiß, wo wir sind. I know it. I know it. So, wer möchte eine Kugel zwischen die Augen? Hä? Möchtest du eine Kugel zwischen die Augen? Warte, Kasten? Hä? Provozier mich nicht. Provozier mich nicht. Provozier mich nicht. Du mit deinem Orangen. Weiß, du hältst dich wohl für toll, hä? Du hältst dich wohl für was Besseres. Ich gebe dir noch eine Chance, magischer Kasten. Das Glück, dass wir in friedlicher Mission kommen. Übrigens, hier waren wir schon. Wir müssten mal gar nicht lang. Aber wie gut, dass ich hierher gegangen bin, ist auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ja, ja. Das muss man schon sagen. Wir sind da rausgekommen und da ist er. Oder, aber wo, aber wo, aber wo, aber wo müssen wir jetzt lang? Aber wo? Wo steht unser Mako? Da hinten. Habe ich neu gesehen, Mensch. Aber wir haben die Aufzeichnung gar nicht, dieser andere komische Typ von uns weiter. Egal. Egal, ist mir egal. Ist mir egal. Hat er Pech gehabt. Hat uns zwar ein bisschen Geld gemacht, aber juckt mich nicht. Sind es 4 spielbereit? Ja, ja, jetzt wisst ihr, welche Spiele ich so auf Origin habe. Ist ja ganz toll, dass das gerade angezeigt wurde. Ich freue mich auch ein bisschen. Zu Sims 4 gibt es vielleicht auch ein Let's Play, aber erst wenn das erste Add-on DLC oder whatever, wie das auch immer heißen mag, draußen ist. Vorher denke ich mal nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil es mir jetzt noch zu wenig ist irgendwie. Und das jetzt gerade eh schon alle Let's Play. Also von daher. Hört auf mich zu schießen, ihr Bastardos. Das finde ich gar nicht mal so netto. Fuck, kann der gerade von oben Schüsse? Willst du mich schießen oder was? Was soll das? Hey. Chill doch mal, ey. Oh mein Gott, hier wird gerade alles irgendwie total und so. Das ist voll komisch hier gerade. Geht gerade voll die Party ab hier, ey. Aber wir haben nicht so viele Zwischenstopps wie beim letzten Mal. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Nope! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Das weiß man nicht, aber wir gucken nach. Was ist hier los? Was geht ab, Leute? Was geht ab?
Ist auch super, dass wir unseren Mako stehen gelassen haben. Hier kommen wir auch überhaupt nicht mit unserem Mako durch oder so. Nee, nee. Schon. Ich schon recht, ne? Ja, aber hier waren wir doch. Hier waren noch die ganzen Wissenschaftsdudes. Egal. Wir fahren hier mal rein. Nein, 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 nein. Ja, unser Mako und Physik, ne? Zwei Sachen, die sich nicht vertragen. Jetzt bleibt er mal auf dem Boden und springt die ganze Zeit wie ein Flummi. Hin und her, was soll denn das? Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das werden wir sehen, ob wir euch helfen wollen. Was? Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Ist gerade über jemanden drüber gefahren? Da stand doch jemand, oder? What the fuck? Okay, was ist hier los? Okay! Ach ja, genau, hier waren ja die komischen. Was geht ab? Ich habe meine Waffe gezogen, ihr Bitches. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Time to fight, bitch! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Gates sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was sie während des gyllianischen Angriffs getan haben, aber solche Heldentaten brauchen wir hier nicht! Diesmal nicht, John. Sie müssen aufgeben und sie gehen lassen. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, John. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Ferros her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, John. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Oh Mann, warum geht das denn nicht? Ich hasse das, wenn mir Dialogoptionen nicht zur Verfügung stehen, nur weil ich nicht auf gut oder böse geskillt habe. So ein Drecksscheiß. Ach Mann. Fick dich. Sie sind zu weit gegangen. Das findet jetzt ein Ende. Dann mal los. Wenn es denn so sein muss. Ich bin ein Spectre, Bitch. Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Ich kümmere mich erst um den Torianer und danach um ihre Sicherheit. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Torianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Alles, was sich zwischen mich und mein Ziel stellt, muss dran glauben. Es muss einen anderen Weg geben. Gib es. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Nein! Wie mit einer Gasgranate! Ich werde sie nicht bitten, tief einzuatmen. Kann der Versuch denn schaden? Bitte, Commander, das sind unsere Freunde. Ist mir egal! Ich werde es nicht tun. Nehmen Sie wenigstens die Granaten. Vielleicht brauchen Sie sie. Tun Sie das Richtige, Commander, bitte. Statten Sie Ihre Granaten, was? Statten Sie Ihre Granaten mit dem Anti-Torianer-Gas-Update aus? Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Mann. Viel Glück. Fick dich, Alter. Ich kann das nicht mehr skillen. Alter, es geht mir so auf den Sack, ne, wenn ich irgendwas nicht skillen kann. Was essentiell für einige Missionen ist. Alter, ich hasse das, ne. Fick dich, jetzt müssen ein paar Unschuldige sterben. Ist mir scheißegal jetzt. Es ist mir einfach scheißegal jetzt. Pech gehabt, wenn ihr so blöd seid und euch von einem Turianer das Hirn wegpusten lässt. Ist mir egal. Das ist mir alles scheiße, ja. Ich muss auch mal böse sein, ne? Immer spiele ich den Guten hier und was hat mir das bisher gebracht? Gar nichts. Also von daher geht's jetzt mal richtig ab hier, Leute. Was ist denn los?
Was ist hier los? Die Frage ist, wo muss ich hin? Zeus Hope, war das nicht das, was war das für ein Lied hier? Dieses, wo die ganzen Flüchtlinge waren? Wo wir gelandet sind? Stehen die Leute etwa unter... Okay, doch nicht. Warte, was? Wandkontrolle? Also doch. Fuck, warum geht das denn nicht mit dem Mako? Ich hasse es! Wir müssen jetzt zurück, ja. Und zwar gleich. Wir müssen zurück hier. Ich werde reich. Dich! Du dich. Und du dich auch. Und du dich. Und Tschüssikowski. Physik! Scheiß drauf! Jetzt müssen wir unterhalb hin. Ich muss sagen. Wow. Alter! Dieser Mako, ne? Es ist so ein Scheißvieh manchmal, das sich einfach so nicht schön steuern lässt. Muss man sagen. Ich habe die Mutter und die Tochter wieder zusammengeführt. Das reicht ja wohl für heute. Für eine Heldentat. Es ist doch wohl auch mal genug, ne? Irgendwann ist auch mal genug. Zombies sterben, Bitch. Keinerlei Infektion hat das Potenzial, einen Menschen so zu verändern. Das ist ein absolut unbekanntes Phänomen. Rottet sie alle aus! Ich will eine Säuberungsaktion. Lassen Sie keine potenziellen Feinde am Leben. Könnten wir nicht die Nervengasgranaten verwenden, um die Kolonisten zur Raison zu bringen? Nein! 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 Wir können unsere Zeit nicht mit diesen Leuten verschwenden. Die ganze Galaxie ist in Gefahr. Genau! Ein bedauerlicher Umstand. Aber wenn Sie es für nötig halten, werden wir es so handhaben. Ja, scheißegal hier. Leute, mal ganz ehrlich, bei einer Zombie-Apokalypse, ja, gibt es immer wieder die Leute, die versuchen, mit irgendwelchen Mitteln die Zombies zurückzuverwandeln und dann selbst gebissen werden. Ich werde nicht den Fehler begehen. Ich werde sie einfach alle töten, damit das Problem verschwindet. Ist mir scheißegal jetzt hier. Es reicht. Ja? Ich verpasse dir noch eine schöne Ladung. Schrot zwischen die Augen. Und dann ist hier auch genug. Hier, eine Granate für euch. So, ist ja auch bald mal Feierabend, Leute, ne? Es reicht jetzt. Ich bin doch hier nicht auf Kindergeburtstag! Soll denn das? Immer wieder die gleiche Scheiße, ey. Aber nicht mit mir! Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Hier werden keine halben Sachen gemacht. Hier nicht. Hier wird getötet oder gestorben. Weiß ja, dass Zombies generell etwas widerstandsfähiger sind. Ja, aber egal. Die Kugel gibt's umsonst.
Blitze durch die Augen. Für die Idiots hier. Das reicht jetzt mal langsam hier. Kann ich stehen? Den kann ich nur abschießen, wenn sie anfangen zu stehen.